Hey Leute, willkommen zurück hier bei Deponia Doomsday. Sorry, dass es so lange nicht weiterging, aber ich hatte einige Aufnahmeschwierigkeiten und habe jetzt einigermaßen eine Lösung für gefunden, aber ja, das hat ein bisschen gedauert. Und wir machen jetzt einfach weiter und ich weiß auch noch nicht genau, wo wir jetzt weitermachen könnten, was da jetzt so der richtige Ort wäre. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, wäre vielleicht den Aluhut mit Ulysses Helm verbinden, dass dann, wenn Ulysses den trägt, er irgendwie sich erinnern kann. Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Aber das geht wohl scheinbar nicht. Und deswegen gucke ich einfach mal ein bisschen rum, was wir hier denn noch so Schönes machen könnten. Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich unbeobachtet fühle. Ja. Dafür brauche ich nur meine Finger und zwei Datasetten, wie es aussieht. Ja, zwei Datasetten. Was wäre denn, wenn wir ihnen eine Zange geben statt dem Ding? Bleib mir mit deinem Firlefanz vom Leib. Ich bin nicht im Dienst. Die sind zwar wachsig, aber doch lange nicht wachsig genug. Wachsig? Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug Haut. Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? Das hat erst am Anfang. Okay, vielleicht können wir die Plastikbälle irgendwie einschmelzen und dann da drunter machen. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt. Und da drin fehlen die Datasettenschlitze. Wo kriegen wir denn Datasetten her, ist so ein bisschen meine Frage. Können wir ihm vielleicht einen Drink geben? Ein Drink gefällig? Nein, danke. Ich habe noch. Ein Hut vielleicht? Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Und ich, Trottel, wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Okay. Das sieht irgendwie aus wie ein Daumen, der da drin ist. Haben wir sowas Daumenmäßiges? Nee, irgendwie nicht. Plastikball? Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Okay. Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Oh, mir ist eine Idee gekommen. Ich bin nur komplett zum Falschen gelaufen. Ich laufe schon wieder zum Falschen. Hilfe. Ich muss zum Dingens. Zum Fahrstuhl. Genau, hier. Und zwar Ältestenrat. Die Kugeln. Da hieß es ja irgendwie, dass sie noch nicht weich genug sind. Vielleicht können wir die vor die Wärmelampe halten. Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals? Oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe. Okay, jetzt haben wir Plastikschmelz. Und den würde ich jetzt in der Chillout-Zone beim Spa hier drauf tun. Ich habe keine Ahnung wofür, aber ich störe ihn lieber nicht bei der Arbeit. Ach, Menno. Wo können wir das denn dann verwenden? Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Plastikschmelz, weil der ja vor allem auch so rot ist, hier hinpasst. Passt auch farblich ganz gut, dass da irgendwie noch die Farbe fehlt. Aber ich weiß noch nicht, wie ich den in Form bekomme. Ich hätte halt gedacht, vielleicht da drin? Moment. Kann ich den irgendwo da reinwerfen? Nein. Man steckt keine Lebensmittel in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Wo kriege ich denn diese blöden Datasetten her? Ich habe keinen Schimmer. Dann könnte ich hier irgendwas formen. Aber wo kriege ich denn Datasetten her?
Hier sind halt keine. Hier ist nirgendwo eine Tastatur drin. Mann, wo kriege ich die denn her? So ein Müll aber auch. Hier sind halt nirgendwo welche drin. Vielleicht, wenn ich das Ding jetzt hier kaputt mache, vielleicht kommt da eine Tastatur raus. Vielleicht, wenn ich diesen Roboter beim Spa kaputt mache, vielleicht kommt da jetzt raus. Aber also das ist halt so ein bisschen meine Theorie, aber ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Alles klar. Ja, ich kam wirklich, wirklich nicht weiter. Ich dachte mir so, ja, was soll ich denn machen ohne blöde Tastatur? Und hab nochmal nachgeguckt und hab jetzt eine Sache gefunden, die man machen kann und nach der ich mir denke, dass es dann auch ein bisschen weitergeht. Und zwar können wir hier am Flügel, ich habe ja schon einiges probiert am Flügel, aber ich habe nicht versucht, die Zange zu nehmen. Sag mal, das war Fistubanause. So eine Taste zu nehmen. Und die können wir dann natürlich im Fahrstuhl benutzen. Ich denke es jedenfalls. Die können wir dann, also ich habe nur diese Stelle gesehen. Ich habe geguckt, solange bis irgendwas passiert ist, was bei mir noch nicht passiert ist. Können wir ja mal gucken, ob wir das hier einsetzen können. Yes! Können wir den jetzt schlagen? Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Okay. Ja, dafür haben wir auch schon eine Lösung. Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Mit dem Drink vielleicht? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Musik drin. Gucken, ob wir die irgendwie rausbekommen. Ah, warte mal. Warte. Können wir die als Datasette benutzen? Man steckt keine Sachen in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Oh. Sicher, dass ich da das nicht... Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich... Da ist noch... Leider... Minno. Oder passt der dahin? Nee. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Oh, das funktioniert. Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht. Wir haben jetzt einen Wurst-Key. Okay. Geht das jetzt? Igitt, was für ein wurstiger Sound. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Geht das denn jetzt? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die... Boah, ey. Keine Ahnung, was das ist, aber hey. Warum haben wir denn jetzt ein... Man steckt keine... Eine weitere... Möchtet ihr die haben? Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich unbeobachtet fühle. Was machen wir denn jetzt mit einem Wurst-Key? Warum? Wofür? Nicht hier rein? Ich weiß. Es ist keine Datasette, aber ich komme. Also, ich weiß auch nicht, was ich tun soll, wenn ich keine Datasette habe. Warum? Wartet mal. Nee. Es muss röter klingen. Da ist noch leider. Moment, vielleicht.
kann ich ja wieder zum Ältestenrat und das auch hier unter die Wärmelampe halten. Vielleicht hilft das ja. Aha. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tacks Nase am Schlammkuchen fest. Okay, ein Red Key. Na, dann bin ich jetzt mal gespannt. Juhu! Ein Gast! Komm rein! Fühl dich wie zu Hause! Nimm mir einen Keks! Oh der Gott. Schon wieder. Da. Ronny in Pixelform würde ich es mal benennen. Interessant. Gut, so viel dazu. Wir sind aber jetzt endlich im Computerkern. Yes! Schade halt, dass ich das mit der Tastatur, also mit der Taste am Klavier nicht selber rausbekommen habe, aber ich habe eine ganze Weile probiert und geguckt. Und hier ist ein Schalter. Lass uns den nochmal betätigen. Du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gamecode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! Oh, lass mich raten, ich brauche mich schon wieder Datasette. Ich hasse dieses Spiel, warum braucht man hier überall Datasetten? Warum hast du die mich so? Was habe ich dir denn getan? Nur weil ich mit dem dritten Teil nicht zufrieden war und den vierten spielen wollte? Das ist sehr, sehr gemein. Das hilft natürlich. Natürlich hilft das. Ja, nimm mal den ganzen. Was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktionen auslotest. Hab ich gern gemacht. Oh, eine Festplatte. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Nennen willst. Warum nicht? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Ich muss einmal sehen. Ah, da ist die Festplatte. Alles klar. Wir können erstmal auf den Computer gucken, oder? Aha. Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, nicht so schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G. Doppelpunkt? Da fängt's doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Oh, da oben. Möglich. Da oben rechts sitzt die Eule. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ronny, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Wenn du das, das war sehr, sehr lustig. Das hat sehr viel Sinn gemacht. Okay, Festplatte. Dafür haben wir... Nein, wir haben keine Zange mehr. Warum? Finde ich unfair. Ach nee, diese Festplatte ist auch so schon zugemüllt genug. Menno, aber vielleicht mit einem Getränk? Ist immer gut bei so technischen Sachen. Das solltest du lieber sagen lassen. Und wenn nicht... Oh. Ich habe dich gewarnt. Okay. Hallo, gut. Was? Was tust du denn da? Mir wird mit einem Mal so. Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch! Alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Dienstbotsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer es braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep. Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Leer. Ratzefatze. Wir
Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja, warte kurz. So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Yay! Echt? Na klar, ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne, trink! Wasservorräte werden abgelassen. Party! Das war ja sehr erfolgreich. Oh, guck mal, wir haben den Scanner. Ich möchte gerne Echsenhaut einscannen. Scanne DNA-Probe. Weep. Erkenne Spezies. Testspeichel-Varan. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Okay, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich erinnere mich an den Datasettenschlitz bei dem Streichelzoo. Ich weiß nicht. Scanne DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Du dachtest doch nicht wirklich, dass Monsterfußpantoffeln aus echten Monsterfüßen hergestellt werden. Doch. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja zu doof. Schade. Aber wir können die Datasette hier mitnehmen. Yay, wir haben eine Datasette, Leute! Der Gencode eines amphibischen Kriechtiers mit hornigen Patschehändchen, gelben Schuppen und einem garstigen Gemüt. Ich werde die anderen auch nochmal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Scanne DNA-Probe. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Hey, du willst mich doch veräpfeln. Du hast damit angefangen. Oh, Drink. Ich probiere es einfach mal aus. Scanne DNA-Probe. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Okay, einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich hier nichts verpasse. Ich kann es mir bei den Sachen natürlich nicht vorstellen. Nur dafür. Der Schalter, vielleicht macht er ja jetzt mittlerweile doch was. Wer weiß. Im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gencode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! Stimmt, wir haben ja die Gencode-Datasette. Aber ich will ihn noch haben. Aber... Warum ist er immer nur da und dann passiert nichts mehr mit ihm? Okay, wir haben jetzt jedenfalls hier uns erstmal alles angeschaut. Jetzt möchte ich natürlich schauen, wie das... Wir gehen erstmal zum Ältestenrat. Immerhin haben wir jetzt unsere 10.000 Punkte. Hallo, bitte. Warte mal, oder müssen wir dafür nicht zur Chillout-Zone und dem Bescheid sagen? Wir reden mal mit ihm. Der hat uns ja das erzählt. Achtung, eine wichtige Durchsage. Der 10.000 Spaßpunkte Horizont wurde durchbrochen. Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe. Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streifenzobel mehr ausspucken. Oh. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Okay, dann probieren wir mal das. Ich befürchte Schlimmes. Ich habe das Gefühl, dann kommt dieses Viech, dieser Varan, und dann wird er alle drei umbringen und dann haben wir DNA-Proben, die wir nach oben packen können. Ich möchte das nicht erleben.